So, jetzt befinden wir uns im Prinzip im Fahrzeug. Der erste Schritt, den wir durchführen müssen, ist im Prinzip einmal die Zündung anmachen. Dafür drücken wir einmal nur auf den Startknopf. Die Zündung ist an und man sieht bereits hier Service. Das Fahrzeug leuchtet rot und im Prinzip, dass dieser fällig ist. Das gleiche können wir uns auch im zentralen Infodisplay ansehen. So, um den Servicebedarf im Zentraldisplay zu sehen, müssen wir einmal über das iDrive in die Fahrzeuginfo rein. Dadurch gehen wir einmal ins Menü, scrollen im Prinzip bis auf Fahrzeuginfo runter, gehen dann auf Fahrzeugstatus und dann hier unten Servicebedarf auf das Piktogramm mit dem Auto. So, und hier sehen wir schon, Bremsflüssigkeit ist fällig, zeigt er hier auch ganz oben an. Der Rest, Motoröl, Fahrzeugcheck, Bremsbeläge vorn, Bremsbeläge hinten, ist alles noch in Ordnung. Sobald die HU fällig sein sollte, wird das auch im Display angezeigt und erinnert euch dann,